In diesem Video möchte ich zeigen, wie ich bei RPI virtuell Nachrichten verschicke. Ich gehe dazu in meine Kommunikationszentrale und klicke auf Nachricht schreiben. Nun kann ich den Empfänger unter den Nutzerinnen und Nutzern von RPI virtuell suchen. Sobald ich einen Namen ausgewählt und bestätigt habe, wird die Person den Empfängern hinzugefügt. Verschicke ich die Nachricht jetzt, werden die Empfänger bei ihrer nächsten Anmeldung auf RPI virtuell darüber benachrichtigt. Wenn ich möchte, dass die Empfänger eine Kopie der Nachricht zusätzlich sofort als E-Mail zugestellt bekommen, muss ich ein Häkchen setzen im Feld als E-Mail versenden. Ich habe zudem die Möglichkeit der Eingabe von weiteren E-Mail-Adressen. So erreiche ich auch Personen, die bislang nicht bei RPI virtuell angemeldet sind.